Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute schauen wir uns den Zerstörer Z46 an und in dem Fall sehen wir, den 9er ist hier mit hier. 10er, 9er, 8er Gefecht. Ja, da sollte doch auf jeden Fall was möglich sein. Er ist nicht alleine, er hat auch noch eine Uderloy dabei. Also da drüben sehen wir sie. Uderloy natürlich auch ein ordentliches Ding, aber wir schauen lieber die Deutschen an. Und jetzt gucken wir mal, was er hier so imstande ist zu leisten. Da geht schon die ersten Gegner hier auf. Direkt Uderloy, Ibuki, Hindenburg, alles am Start. Erstmal bleibt er hier noch sozusagen ein bisschen unerkannt, denn bei 5,9 Kilometer geht er erst auf. Also das heißt, er hat noch ordentlich Platz zwischen sich und dem Gegner. Und jetzt werden hier die Torpedos in die Nebelwand gestellt. Mal schauen, ob er damit erfolgreich sein wird. Oh, da kommen ja noch mehr Torpedos. Also der Zerstörer da in der Nebelwand, der hat richtig Spaß. Aber wir haben auch gesehen, wie langsam seine im Vergleich zu den anderen Torpedos da sind. Da ist die Uderloy. Aber leider keiner der Torpedos, der hier erreichen konnte. Jetzt nebelt er und schießt jetzt mal rüber. Damit nimmt er natürlich die Sicht. Aber er konnte wenigstens den Punkt ein wenig verteidigen. Und wir sehen auch ganz schön, 4600 Schaden waren es trotzdem. Jetzt mit den New Orleans muss er aufpassen. Und jetzt wird auch noch der Maschinenboost aktiviert. Weiterhin auf die New Orleans draufgehalten. So, jetzt ist er offen. New Orleans schaut schon in seine Richtung. Aber da kommt er unbeschadet aus der Sache raus. Sehr schön gemacht. So, und jetzt auf die Montana. Das ist mit AP aber natürlich schon mutig. Und jetzt die Torpedos mal abgelassen, dass er da auch nach hinten sicher ist. Also wenn die Torpedos nicht ankommen, hat er wenigstens einen sicheren Weggang gehabt. Wenn sie ankommen, macht er auch noch ordentlich Schaden. Also das sollte passen. Aber die New Orleans ist schon auf dem Weg weg. Das heißt, die Torpedos werden nicht ihr Ziel finden. Noch ganze 38 Sekunden, bis die Torpedos wieder am Start sind. Also da dauert es noch ein wenig. Hydroakustische Suche ist aktiv. Das ist ja das Besondere an den deutschen Zerstörern. So, und jetzt muss er aufpassen, denn die New Orleans, die ist hier auf direkten Konfrontationskurs, aber er hat es auch schon wieder in 7 Sekunden Torpedos am Start. Deswegen muss er jetzt das One-on-One hier suchen. Torpedos sind wieder da, er dreht auch ein. Und das ist natürlich die Distanz, die langen muss. Und genauso ist es auch. Da hat die Montana, die New Orleans aber mal ordentlich einstecken müssen, denn das war sehr mutig gespielt. Und hat sich aber für ihn auch gelohnt. 3 Torpedotreffer und ausgereicht hat's. So, jetzt gleich nochmal die nächsten losgelassen, weil er weiß, er muss hier weg. Denn die Montana, die hier drüben kommt, die will er jetzt nicht noch unbedingt begrüßen. Jetzt muss er hier ausparken, schon fast wie mit dem PKW. Aber scheinbar will er da noch gucken, was die Montana genau macht. Denn wirklich wegfahren tut er noch nicht. Jetzt wird wieder genebelt. Und hier der eine Torpedo kam wenigstens an ins Ziel. Und jetzt schießt er wieder drauf.
Leider hat er nur den selbst aufgedeckt dementsprechend. Muss er da jetzt ein bisschen aufpassen. Wenigstens hat er jetzt wieder die Sicht auf die Montana. So, die Montana kommt jetzt zu ihm. Den Torpedos wird er wahrscheinlich ausweichen können. Oder einer, das sitzt. Ja, einer sitzt. Wassereinbruch ist auch am Start. Und jetzt noch die nächsten Torpedos weg. Und aber ganz schnell abhauen. Man sieht oben, der Wassereinbruch, der tickt ordentlich. Also fast 2000 Damage macht er da immer. Und da jetzt die nächsten 15.000 nochmal ein Wassereinbruch. Und da sehen wir jetzt von 2.500 auf 4.4, also fast 2.000 Damage, was hier der Flutungsschaden ist. Also das ist schon sehr, sehr, sehr massiv. Und weiter geht's und jetzt ist auch die Montana durch. Also da haben die Wassereinbrüche dafür gesorgt, dass sie jetzt auf den Grund des Meeresbodens liegt. Ticketsmäßig liegen sie auch gut vorne. 520 zu 283. Jetzt nimmt er auch gerade B ein. Also da läuft alles bestens. Gegner hat auch nur noch 5 Schiffe. Sein Team ist dann noch mit 8 am Start. Vielleicht die nächste Montana, die er jetzt hier aufs Korn nehmen will. Sehen wir ja gleich. Wobei, da muss er aufpassen. Ist ja auch nicht allein unterwegs. Denn die zweite Montana, sehen wir jetzt, geht direkt dahinter auf. So, er nähert sich immer weiter. Dahinter muss er jetzt aufpassen, denn die Z23, die wird ihn bald sehen. Deswegen schon mal sicherheitshalber direkt den Rauch angemacht. Und jetzt wird die Z23 da auch sofort beschossen. Hydroakustische Suche auch. Also alles, was er hat, wird jetzt hier aktiviert. Denn das sind auch die letzten 3 Schiffe, die der Gegner überhaupt hat. Sehen wir natürlich leider nicht, wie die Torpedos da so ankommen. Aber da sitzen 2, da sitzen 3, da sitzen 4, da sitzen 5. Das ist ja Wahnsinn. Also die Montana, die musste aber mal richtig dicke einstecken. 5 Torpedos ins Ziel gebracht. Damit schon bei 171.000 Damage. Und sehr interessant und spannend zu sehen, wie gut die AP-Granaten hier auf dem Zerstörer funktionieren, denn der Schaden ist gegen 10er Schlachtschiffe außerordentlich gut. So, und hier die nächsten Torpedos gleich unterwegs. So, und jetzt will er hier rausfahren. Ist jetzt wieder offen. Und da hat er eine dicke Salve bekommen, hat jetzt lediglich selbst noch 2.500 Hitpoints. Aber die Torpedos, die schauen auch wieder sehr gut aus. Wieder 2 Torpedos, die sitzen, 5 in Summe und damit den jetzt versenkt. Wahnsinnig gute Leistung.
241.000. Und auch der Gegner schreibt, nice Z46, very good game from you. Ja, definitiv hat er das da ordentlich gewuppt und er schreibt auch 241. So, die Montana, die ist gleich durch. Und jetzt sind die letzten Tickets angebrochen. Sie brauchen noch 72 und dann ist die Runde auch schon beendet. Einzig und allein der letzte Zerstörer ist die Frage, wo ist er? Ich denke, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Ich sag schon mal tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst einen Daumen da, wenn es so war. Und ansonsten, ihr wisst, www.replays@wg-news.com. Da einfach hinschicken. Steht auch unten in der Beschreibung, wenn ihr selbst mal ein Replay einsenden wollt.